So. Warten wir gerade mal, dass es noch abgerissen wird. Wie sieht es mit dem Erforschen aus? Ah. Nur nicht mal die Hälfte. Bringt das denn was, wenn ich hier mehr einstelle? Das ist gerade eine gute Frage. Oder brauche ich dann nochmal so einen Arbeitsplatz für? So, Manage. Wo sind Office da? Stuff. Dann soll die von 0 bis 12 arbeiten. Der arbeitet von auch von 0 bis 12. Obwohl, ne, der soll erstmal von 12 bis 0 Uhr arbeiten. Ja. Dann arbeitet der von. Nochmal wieder von 0 bis 12. Und noch ein vierter von 12 bis 0 Uhr. Genau. Habe ich 4 Stück jetzt drin. Perfekt. Das Ungezieferproblem bekommen so langsam in den Griff. Das dauert aber wirklich ein wenig noch. Also wir diesen jetzt hier nicht entlassen automatisch in einem Shop. Ne. 3 Kassierer. Nein, Aufleiher. Das passt. Das war Drogerie, habe ich gesagt, ne? Health and Beauty, 100%, First Aid 93. Health and Beauty, sollte ich mir mal merken. Und da hatte ich anscheinend nur die Regale. Health and Beauty. Health and Beauty. Gab es eine eigene Überschrift für? Find's gerade gar nicht. Denk mal, dass das aber die normalen Regale sind. Ja, das passt aber. So. Das kriege ich hier unter ziemlich gut sogar. So, passt ziemlich gut von der Aufteilung. Ja. Gerade warten, bis der dann auch nachkommt. Dauert gerade echt lang. Ja, das Ungezieferproblem belastet gerade leider den Markt ziemlich gut. Minus 4170 Profit. Ja, wie sah es denn dann bei den Finanzen aus? Haben wir natürlich gestern. Na gut, nimmt halt ab, ne? Wir hatten so vorher im Durchschnitt 15.000 plus, gestern nur 10.000. Good today, okay. Läuft ja. Haben gerade Nachmittag 6.000. Ja. So. Wie sieht's mit dem Erforschen aus? Läuft schneller, ja. Gut. Das ist gut. Der Müll, der ist da auch schon weg gewesen. Haben wir überhaupt irgendwo noch ein Müllproblem? Anscheinend. Oh. Ungezieferproblem auf jeden Fall. Ja. Gerade pausieren. Was haben wir hier noch? Ja, gutes Ungezieferproblem, ja. Ist mir leider nicht neu. Make 50.000. Ah, wir haben über 50.000 Produkte verkauft. Dann kriegen wir mal wieder 10.000 hier als Bonus. Vom Staat, vom Vorstand, keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass wir das Problem mit dem Ungeziefer haben. Das in den Griff zu bekommen, dauert leider gerade ein wenig. Aber hier, er hier kämpft. Der Derek Williams. 39 erarbeitet.
So, die Regale sind auch fast wieder alle da und dann kann ich die gleich wieder einfüllen lassen. Hier fehlt dann noch eine Mauer. Genau. Das hier waren Woman Shoes. Kann ich die Regale gerade nochmal neu aufbauen bzw. versetzen lassen. Objekte. So, dann kümmere ich mich gleich um die Läden hier. Nummer 6, 6, ja, das passt aber jetzt. Gut. Mich aber gerade mal interessieren. Das war La. Das war. Nee. Das ist Laden 12. 14 und 15 sind die, die noch nicht offen sind. Das ist Office. 12 macht 64% plus. Ja, Haushaltsgeräte. Ja, Waschmaschinen, Kühlschränke und so, Trockner, ja. Das läuft ganz gut. Gerade nochmal eine Übersicht. Store 10, das war der Juwelier, 87%. Der Schuhladen, über die Hälfte Frauenschuhe. Ja, meine Schuhe könnte ich noch irgendwie für einen separaten Laden anbieten. Es sind hier drei Store mit 68% plus. Dann haben wir hier Elektronikladen, Computer, Handys, Fernseher, Smartphones, alles mögliche, 82%. Spezialisiert aber. Warum spezialisiert nicht? Sind hier zwei Store, 15% Laptops. In den Schuhen. Ja. Ne, jetzt sind es Männerschuhe. Ah. Weiß auch warum. Da wollte ich jetzt Woman Shoes reinbekommen. Ah, ist erforscht. Das freut mich. Da kann ich dann gleich mit PC-Laden oder Spieleladen aufmachen und das hatte ich eben gesagt. Hier, so ja. Musik, Store, Buchhandel, ja. Ich glaube, das teile ich dann gleich auf. Hier vielleicht nur Spiele, Musik, ja. Und hier so Bücherladen. Das ist, glaube ich, ganz nett. Was erforsche ich denn jetzt noch? Eiscreme, Frozen Pizza. Das mache ich mal als nächstes. Ungezieferproblem nur noch im Lager, das ist gut. So. Als ein Beauty. Den jetzt mal gerade füllen. Dauert einen kleinen Moment. Na? Ah, hier kann man so schnell wechseln. Na? Natürlich, Toilettenpapier darf nicht fehlen. First Aid geht ganz klar. Drugs. So, damit haben wir das erledigt. Der ist wieder da, der Shop. Perfekt. So. Ja, da oben ist immer noch nicht alles abgerissen. Achso, wir müssen erst das Ungeziefer bekämpfen, was hier unten immer noch nicht weg ist. Die kümmern sich dann noch drum. Auf jeden Fall wächst unser Geld, das ist gut. Unser Moneyberg. Ich bin gerade überlegen, wie ich hier die Aufteilung mache. Doch, passt das? Eine Kasse, ja, in den kleinen Läden, ja.
Was ist denn da gemacht? Okay, teile ich das gerade auch mal da so auf. Ja. So. Da wollte ich jetzt. Das muss ich reinstellen. DVDs, Blu-rays, Musik-CDs, Videogames, wir brauchen normalen Regale. So. Besser kann ich das nicht aufteilen, ne? Ja. Store fährt dann. Das war hier Store, kann man gerade gar nicht lesen. Das ist Store 9. Store 9, habe ich dann Stuff? Zwei Kassierer. Von 0 bis 12 und von 12 bis 24 Uhr, genau. Und einen, der aufstockt von 6 bis 21 Uhr. Mache ich das da gerade auch mal. Müsste es doch 14 sein, genau. Store 12 bezieht seine Waren aus. Nicht so gesehen. Storage 11. 11 ist der hier unten. Das heißt, ich müsste auf Storage 8 jetzt beziehen. Gut. Der soll auch die ganze Zeit offen haben. Aus dem soll er beziehen. Kassierer brauche ich zwei Stück. Von 0 bis 12. Und von 12 bis 24 Uhr. Und dann brauche ich noch einen, der aufstocken kann. Also auffüllen kann. Von 6 Uhr bis 21 Uhr, so in der Zeit, wo am meisten eingekauft wird. Und dann ist der Laden schon mal offen, hat aber noch keine Waren drin. Alkohol, ja, brauche ich auch noch. Mach ich mal gerade. Toys Books. Da mache ich doch erstmal gemischt Waren mit Media und Toys, ne? Tier 2 laden erstmal raus. Bücher, ich kann später halt nochmal wirklich nur einen Bücherladen, Musikladen und Videogame-Laden dort machen. Toys, Spieleladen, ich auch noch, aber. Ah, was habe ich denn jetzt hier reingesetzt? Bücher rein, so. DVDs und Blu-rays kommen dann auch noch hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich jetzt noch übrig. Musik. Und Videogames mache ich dann nochmal 3 Stück. Da. So. Dann würde ich hier. Boah, was würde ich hier machen? So ein Eisfladen vielleicht, ne? Oder? Was hatten wir gerade erforscht gehabt? Frozen Food. Ice Cream. Gekühlt, also Eis. Ja, gekühlte Pizzas. Gemüse. Weiß nicht. Nur ein Laden mit Tiefkühlpizzas, Tiefkühlgemüse. Und Eis. Dann mache ich lieber nur so eine Eisdiele raus, würde ich sagen, oder? Na gut, das ist aber hier kein Restaurant, ne? Ist ein bisschen doof jetzt. Wie verkaufe ich die Sachen dann? Ja, hier drin natürlich.
Gut, das war jetzt Tor. Muss ich nochmal durchschauen. Das ist jetzt ein wenig nervig, dass man die Zahlen ja so schlecht durchsieht. Das ist Tor 15, so. Hier, Store 9. Der bezieht seine Sachen aus Storage 4. Storage 4 ist der da oben. Das heißt, ich muss aus Storage 6 beziehen jetzt. Ich bin Storage 5. Store 15. Genau, von hier will ich beziehen. Kassierer brauche ich wieder zwei Stück. Von 0 bis 12. Und von 12 bis 24 Uhr wieder gehabt. Und einen, der auffüllt von 6 Uhr wie immer bis 21 Uhr. So. Muss jetzt nur noch die Regale bzw. hier die Tiefkühldinger auffüllen. Tiefkühlschränke. Oh, hier kann ich dann noch Eiscreme Melt. Kommt hier jetzt mal gerade erstmal Eiscreme rein. Mal gucken, wie ich hinkomme. Jeweils zwei Stück. Mal sehen. Milch, die tiefgekühlt ist. Habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört. Aber okay. Tui. Das war. Das ist jetzt hier 2 alles. Milk, Milk. Dairy, Dairy. Schmied. Kommt hier auch nochmal Schmied rein. Noch einmal Gemüse. Zweimal Pizzas und einmal Fisch. Ja, das passt.